Wir wollen insgesamt in Deutschland auf die Möglichkeiten, Schlaganfälle zu verhindern, hinweisen. Hier sind vor allem die Risikofaktoren zu nennen. Und auch solche Veranstaltungen dienen eben in der Bevölkerung, auf die Gefahr des Schlaganfalls hinzuweisen. Und man kann natürlich prophylaktisch gegen den Schlaganfall was tun, indem man den Bluthochdruck einstellt, den Blutzucker verbessert, wenn diese erhöht sind, Blutfette behandelt, wie aber auch mit dem Rauchen aufhört. Alleine das führt schon dazu, dass die Schlaganfallhäufigkeit weniger wird. Benim adım Emin Ediz. Adolf Hilim Okulu'na gidiyorum. Bugün de koşuşa katıldık ve okulu destekliyoruz. Hastaneleri destekliyoruz koşuşla. Ich heiße Malte, bin 12 Jahre alt und bin vom Adolf Hilim. Das hier ist ein guter Sponsorenlauf für den Schlaganfall. Hier ist gute Unterstützung. Ja. Ich bin die Lina, ich bin auch 12 Jahre alt. Ich komme auch von Adolf Hilim und ja, das macht Spaß und es ist ja für einen guten Zweck. Ja, ich bin die Paula, auch, also 11 Jahre alt, auch vom Adolf Hilim. Und ich finde gut, dass wir das hier machen, weil das ist ja auch für die Schlaganfälligen vom Krankenhaus. Es gibt 1 Euro pro gelaufenen Kilometer und der geht zugunsten der Stiftung Deutsche Schlaganfallhilfe. Und wir werden dieses Geld einsetzen für Schlaganfallbetroffene, um denen zu helfen, wieder zurückzukehren in ihr gewohntes Lebensumfeld, sodass sie wieder eine größere Teilhabe am Leben, am gesellschaftlichen Leben sich sichern können. Ich bin jetzt seit mehreren Jahren hier schon mit meinen Klassen auf dem Sponsorenlauf vom St. Josef Hospital. Finde die Atmosphäre sehr nett und freue mich eigentlich jedes Jahr, dass wir hier so nett bewirtet werden und einfach ein nettes Laufambiente vorfinden. Und von daher bin ich gerne hier und hoffe, dass das auch meine Schüler immer wieder gerne mitmachen. Da ist es aber manchmal nicht ganz so mit der Begeisterung. Dieser Lauf ist eine besondere Initiative des St. Josef Krankenhauses in Moers. Es gibt ähnliche Initiativen in anderen Orten Deutschlands, aber das ist schon einmalig, was es hier gibt. Also es ist sehr vorbildlich. Also man sieht ja auch den ganzen Rummel und den Trubel, der hier passiert. Also es ist eine richtig tolle Aktion und ich bin auch gerne hier hingekommen, um selber dann auch mitzulaufen.